Julian Bampool, wir bauen noch eine Chill-Ecke, bestes Leben plus 10. Okay, ich habe lange nicht mehr reingeschaut. Staffel 4. Ein neuer Tag. Der Pool jetzt müsste ja eigentlich fertig sein, ne? Das hier, ein Sitzplatz. Ja, hier, nimm die ganze Erde in den Mund. Nein, ich will nicht. Doch, nimm die. Wieso ist der Pool immer noch nicht fertig, Alter? Wie kann das sein? In den Mund. Nein, bitte nicht schon wieder. Trotzdem einmal bitte Applaus für das Werk hier. Oh, das sieht aber echt schon nice aus, tatsächlich. Das sieht wirklich nicht schlecht aus. Ja, ist ein Muchpool immer noch, aber es wird. Es ist alles nur so einfarbig, so grau irgendwie alles. Soll das so sein? Also sieht ja nicht geil aus, oder? Hier wird jetzt Platz geschaffen für den Platz, den wir bauen wollen. Platz schaffen. Ah ja. Soll das so später aussehen, der Pool? Nee, Quatsch, Blödsinn. Hier sehen Sie einen wilden Azubi, der sein Revier säubert. Denn es ist Paarungszeit. Sieht aber aus wie so ein Teufel, der so aus der Erde guckt, so der Kopf. Und die Hörner hier. Oh. Der Teufel. Was machen wir hiermit? Abschneiden. Damit habe ich schon mal geschnitten. Und der hier? Ja. Alles in meine Fresse. Das ist doch kein Müll. Das schicken wir einfach dem Museum wieder. Aber damit kann man eigentlich voll geile Schüssel bauen. Also ich glaube nicht, dass irgendjemand hier Bock hat, das zu machen, aber... Ich würde sowas aber mal aufbewahren und irgendwie verwerten, Alter. Einfach zumindest mal gedroppt, die Idee. Jetzt kommt was extrem Spaßiges, und zwar werden wir in die Rillen hier, in die Fugen, noch so ein bisschen Sand reinstreuen, und dann wird das Ganze gekehrt mit dem Besen, Freunde. Dann fängt schon an hier. Das fühlt sich schon krass an auf dieser Terrasse. Unglaublich. Glaubt man nicht, was vorher da war. Nee. Warte. Warum, Digga? Warum? Das ist unser einziger Sack. Nee, wir haben noch den hier. Wir haben 15. Dabei. Und hier sind schon allein 14. Okay. Du halt auf deinen Mann. Einfach machen. Wir brauchen noch mehr. Man vergisst ja immer, wie aufwendig so eine Scheiße ist. Ich würde sagen, arbeiten mit dem, was du hast. Vollallergie des Todes. Ja, moin, Digga. Aber ich kann mir vorstellen, so eine Arbeit, die auf Dauer ein bisschen nerven kann, oder? Ja, ich habe auch jetzt schon keinen Bock mehr, ne? Aber das sieht extrem schön aus. Aber ja, ne? Ist ein riesen Unterschied mit den schwarzen Fugen. Macht extrem Spaß, Mann. Ja? Ja. Nee. So kann man immer drauf liegen lassen, so ein bisschen. So ein bisschen, warum? Ja, keine Antwort drauf. Ja, bist du eigentlich schon wieder so dreckig? Das auch mal. Ja. Okay, wenn ich aber denke, dass wir noch all das hier machen müssen, sag ich nur... Also es passiert ja wirklich viel bei diesem Kuhbau, ne? Wisst ihr, was ich meine? Ich bin zu leise. Ja, mal so lauter hier. Hobbyloser Kondition, Ulichen, Alfie, danke, Moritz, vielen Dank. Und dieser Mensch hatte Blähungen. Also ich check nicht ganz, wann dieses Ding mal fertig sein soll, dieses Projekt. Ich weiß es nicht. Willst du das Video vielleicht noch lauter machen? Bespannt euch mal, Leute. Bleibt alles so, wie es hier ist. Ja. Ach Mann, ich baue mir einfach auch ein Haus irgendwie, glaube ich. Mit so sieht aus, wenn die noch ein bisschen feucht sind, ne? Und so sieht dann eine trockene Fuge aus. Schön. Wir machen wieder Palisaden jetzt, ne? Ja. Sagst du, ich will es heute. Wir gucken gleich nochmal nach Häusern. So, die letzten Palisaden kommen ran. Vorletzter. So, vorletzter. Und die vorletzte. War gerade schon die vorletzte. Ja, ich halte es spannend. Kommen keine mehr? Erstmal nicht. Ja. Erstmal nicht. Deswegen vorletzte, Freunde. Also jetzt kommt unsere persönliche eigene Aussichtsplattform. Hier, da wird jetzt einiges abgemessen. Auf einmal passt. Aber es ist doch die letzte gewesen. Ah, Digga. Ja, sag ich doch. Nie wieder Palisaden, Freunde. Das müssen wir... Palisaden schönen halt auch, oder? Alter, was wir alles schon zersägt haben, Freunde. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen, Digga, Ach, Digga, wieso habe ich jetzt hier? Im Großen und Ganzen wird das ziemlich geil werden, glaube ich. I need something else to clear my head. Someone to tell me how to live instead.
Vorletzter. So, Vorletzter. Und die Vorletzte. Besser jetzt oder was? Ich lass jetzt so. Ja, ich halte es spannend. Kommen keine mehr? Erstmal nicht. Diese ganze Scheißwerbung hier, Alter. Erstmal nicht. Deswegen Vorletzte, Freunde. Jetzt kommt unsere persönliche eigene Aussichtsplattform. Hier, da wird jetzt einiges abgemessen. Auf einmal passt. Aber es ist doch die letzte gewesen. Ja, sag ich doch. Nie wieder Palisaden, Freunde. Ja, Digga. Das müssen wir... Okay, das hatten wir eben schon. So. So bauen wir. Okay. Ich hoffe mal, dass hier so ein richtig schöner, geiler Rasen hinkommt. Wisst ihr, was ich meine? So ein richtig schöner englischer Rasen. Mäßig. Choose your weapon. Digga, was für ein Wichser. Das kriegen die nie mehr aus ihren Klamotten raus, Alter. So ist asozial, Ju. So macht man nicht. Ey, hallo? Finde ich, sieht nicht so schlecht aus, oder? Passt gut auf braun. Ja, braun auch. So scheiße von Ju, wirklich so scheiße, Alter. Wirklich so scheiße. Yakuza-Rasen, Digga, wenn man den Rasen betritt, wird man hingerichtet. Krass. Hammer Farbkombi. Warte mal, das ist die Linie, die ich gezeichnet habe. Mhm. Ja, das hat ja niemals so gezeichnet. Auf diese Sitzfläche da hinten freue ich mich auf jeden Fall extremst. Es so kommt direkt nach dem Pool auf jeden Fall an meiner Hobbyliste. Die Höhenschnur wartet nur angebunden zu werden von Lukas aus der Rheinecke. Lukas, hier, Respekt, einmal Applaus. Und also, Ju, ich... Das war's auch schon wieder mit dem Applaus. Vielen lieben Dank. Das Publikum ist sehr gespannt, ob der Lukas das richtig macht. Oh, er kommt ins Schwitzen, aber er hat es geschafft. Doch auf der anderen Seite wartet Lukas, böser Zwillingsbruder. Also, das Publikum, Digga, ich... Lukas, guck mal auf die Schuhe. Was hört ihr auf? Ja, hier geht's viel weiter runter. Boah, ey, Lukas, du bist so dumm, wirklich, ne? Hier kann ich ja machen, ne? Hier reicht ja. Leute, komm. Okay, so hoch wird die Terrasse dann auch sein, ne? Ja. Ah, die Treppenstufen, Alter. Der Albtraum geht einfach mal dezent weiter. Ach, da kommt auch noch mal eine Terrasse hin, Digga. Aber jeder kleine Albtraum führt zu einem sicheren Paradies an. Das Ding ist halt, der Garten ist halt nicht groß, ne? Da einen Pool reinzumachen, ist auf jeden Fall crazy die Entscheidung gewesen. Ju soll doch einfach mal mitarbeiten, diese ganzen armen Leute hier mal arbeiten lassen, Digga. Der nervt ja richtig. Pool. So, dann schauen wir mal, was wir heute so alles schaffen. Diese dicken Bastarde hier, Alter. 130 Kilo. Ich frag mich die ganze Zeit, wie viele Arbeitstage das insgesamt gewesen sind. Ich muss du gleich mal anrufen und fragen. Warum? Aber wenn wir da anfangen oder mit der Zange, bleibt sogar 30 Kilo. Oder meinst du, die Zange macht sie leichter? Nee, mit der Zange ist sogar noch schwerer. Ja. Denn die Zange wiegt selber 130 Kilo. Oh. Oh, Digga. Wenn diese Brocken, Alter. Die zerreißt halt den kompletten Boden. Das hat eine massive Stufe, ne? Oh, Dubby, Alter, süßer Hund. Ich hab schon auf Just Chatting gemacht, Digga. Das ist kein Baby mehr. Das ist doch ein Mann. Nein. Ja, ja, ja. Nicht springen, Junge. Wow, hast du gesehen? Letzte Stufe. Der scheißt. Die Digga, geil, Mann. Der Pfeil! Der Pfeil! Ich glaube, immer ein Video ist so ein Arbeitstag, ne? Also, ich denk mal, keine Ahnung, Alter. Ich denk mal, dass die so 20 Tage oder sowas sind die schon dran, maybe. Ich weiß es nicht. Dauert halt doch länger, als man denkt. Da sind ja auch nicht so viele Leute, die da mitwirken, so. Aber dass da eine Terrasse hinkommt, finde ich geil. Warte, ich hab eine Idee. Du stellst dich hier drauf, stell mich klopp da drauf, Alter. Ich hab trotzdem noch dich. Da nochmal ein komplett ausgemittelt werden und alles, ne? Guter Rücken. Stabil. Ist das denn... Keine Skoliose mehr. Bin ich dumm, Leute, oder ist das nasser Zement? Ist ja nicht, ne? Ist das nass? Weil es sieht so trocken aus, Digga. Bin ich dumm? Stabil. Keine Skoliose mit mehr wenig von. Wasser, ne? Trotzdem seltsam. Ich bin bereit, die Treppe zu lesen. Ich hab auch noch nicht. Dann warte ich hier. Ich glaube, das ist Brechsand. Was ist Brechsand, Bro? Erklär mal. Sand mit Kotze drin, oder was? Komm wieder hoch. Ach, der ist erdfeucht. Ah ja, okay. Nee, stopp! Ah, scheiße. Jawohl. Jawohl. Oh, doch mehr. Erdfeucht. Ach so, ja. Okay.
Den tragen die Ameisen nicht weg. Tragen Ameisen Sand weg? Tragen Ameisen Sand weg, Digga? Nee, oder? Ach, hab ich doch alle die Fresse, Alter. Ich weiß gar nichts, Mann. Ja, klar. Warum? Warum machen die das? Okay, dann andere Frage. Wenn Ameisen Sand wegtragen, hm? Warum ist in der Wüste so viel Sand, wenn Ameisen Sand wegtragen? Ja, ihr wollt bestimmt mit Bagger lieber. Nein, wir kriegen das hin. Lukas, mach den Tanz. Perfekt, oder? Sehen wir gleich. Ah, hier geht's auf jeden Fall ordentlich voran, das ist ja die Hauptsache hier, ne? Minimal rein. Oh, ihr wisst aber, ne? So, dieses Game heißt einfach Chaya. Chaya, Wallah, wir spielen eine Runde Chaya. Ach, die Ameisen tragen den Sand in die Wüste, ah ja. Ja, ich glaube, ich mach nicht mal, da kommt noch so ein geiles Gazebo hin. Wisst ihr, was ich meine? So eine Hütte irgendwie in die Ecke. Ja. Nee, gibt keinen, was die da macht. Warte. Ja, kann doch nicht mehr so lange halten. Warum? Weil es schwer ist. Das sieht schön aus. Wird aber nur so eine kleine Terrasse, oder? Kann ich so nicht anheben. Drumherum dann Gras, das sieht doch cool aus tatsächlich. Gut. Ein Augenmaß, ne? Ich glaube, das wird schön. Oh, sieht sehr sick aus, Freunde. Ich gehe jetzt da rein, ein bisschen Raw Mind Stuff machen und muss euch leider alleine lassen. Aber ich lasse euch die Kamera hier zur seelischen Unterstützung, die auf Zeit drauf steht. Kaum ist Drew weg, die Jungs kriegen was geschafft. Ich wusste nicht, dass die Jungs so weit kommen würden heute. Ja, Digga, wenn du dich dazwischen fummelst die ganze Zeit und nervst, Alter, natürlich kriegen die das hin. Das ist geil, das sieht cool aus, schön designt das hier. Ja, man nicht da und dann kommt man schneller voran. Sehr schön, Digga, sehr schön. Also da freuen wir uns alle für diese Fahrt. Dass bei diesem Scheißhaus endlich mal irgendwas passiert, Junge.